Ich bin Valerie Wagner und arbeite als Fotokünstlerin in Hamburg und habe als Schwerpunkt Porträtfotografie. Also das heißt, der Mensch steht im Zentrum meiner Arbeit und ich mache Auftragsarbeiten, künstlerische Projekte, Ausstellungen, arbeite für eine Bildagentur. Das ist also ein großes Spektrum, aber diese künstlerischen Projekte sind natürlich das Herzstück. Worum ging es bei deinem Projekt auf dem Katholikentag? Also ich bin ja Fotografin und habe mich auf Fotografien konzentriert und habe die Leute, also einfach die vorbeikamen am Stand und neugierig waren, eingeladen, darüber die Frage nachzudenken, was ist dir heilig? Und die Antwort auf ihre Handfläche zu schreiben, also auf die Handinnenfläche. Und dieses Bild habe ich ihnen dann geschenkt, mitgegeben, sozusagen in den Alltag zur Begleitung. Und habe damit aber auch eine Präsentationswand gemacht, vor Ort am Stand, sodass wir dann zum Schluss eine Sammlung von 50 Fotografien hatten, alles Handbilder, die auch in Beziehung zueinander gegangen sind. Und wie bist du auf die Frage gekommen? Also sie beschäftigt mich schon lange, treibt mich schon lange um, weil mich einfach grundsätzlich interessiert, was Menschen so im Innersten bewegt und zusammenhält. Und gerade auch in der heutigen Zeit, also wo ich das Gefühl habe, vieles wird verhandelbar, man kann über alles diskutieren, man möchte sich nicht mehr festlegen. Es ist sehr einfach auszuweichen, auch bei ganz wesentlichen Lebensfragen. Genau da interessiert es mich einfach, was ist die Antwort bei jedem Einzelnen? Und die ist ja nicht, es ist nicht religiös festgelegt, diese Frage. Also sie ist ja sehr weit, sie öffnet einen Raum, um sich einfach damit auseinanderzusetzen, was ist es denn, was für mich wirklich, wirklich wesentlich ist, wofür ich einstehe, was nicht verhandelbar ist. Ja, das, was mich am meisten überrascht hat, waren vielleicht die Antworten, die nicht religiös waren. Ganz einfach so im Alltag verwurzelt, bei kaltem Wetter, auch diese Antwort, eine warme Badewanne ist mir heilig unter bestimmten Umständen. Was mich sehr berührt hat, waren auch Jugendliche, die gemeinsam aufs Bild wollten. Also das heißt, mit ihren Händen oder Fingern sich gemeinsam was überlegt haben und dann in Beziehung gegangen sind zueinander. Und daraus habe ich dann ein Bild gestaltet und da merkte man einfach, wie wichtig dieses Thema Zusammenhalt und Gemeinschaft war. Das fand ich sehr schön. Für mich sind die Hände ein Körperteil, das besonders viel über die Persönlichkeit erzählt. Jede Hand ist anders, jeder Fingerabdruck ist anders. Das finde ich unglaublich faszinierend. Wir haben dort die Lebenslinien, die ganz, ganz viel über den Menschen erzählen. Und wenn ich in diese Fläche, wo die Lebenslinien laufen, hineinschreibe, dann geht natürlich das, was mir heilig ist, eine direkte Beziehung mit der Person und dem Körper ein. Und der Körper spielt in meiner Arbeit ohnehin eine große Rolle. Und das war einfach eine wunderbare Möglichkeit, auch gerade in dieser Situation, wo alle Menschen unterwegs sind und auch nicht viel Zeit mitbringen, eine Visualisierung zu schaffen, die spricht, die auch was mit dem Individuum zu tun hat. Also ich bin ja unter anderem Porträtfotografin, also mein Schwerpunkt ist einfach der Mensch, das Menschenbild, das Antlitz. Und bei diesen Projekten finde ich es auch schön, dass ich sozusagen mit dem Menschen, mit dem Individuum, mit dem Körper arbeiten kann, ohne dass ich den Menschen exponieren muss, weil viele empfinden das als unangenehm, wenn ich sie sozusagen porträtiere als Kopfporträt. Und so war das und ist es auch immer wieder in meiner Arbeit eine wunderbare Lösung, nochmal zu schauen, sind es diesmal die Füße, sind es die Hände, ist es vielleicht einfach nur ein Ausschnitt aus dem Gesicht, sodass der Projektteilnehmer ein Stück weit anonym bleibt und trotzdem viel von sich zeigen kann. Und das hat eine lange Geschichte, also seit 2005 arbeite ich mit, ich würde mal sagen, Körperausschnitten. Für bestimmte Projekte immer wieder, um etwas über Menschen zu erzählen, ohne sie zu sehr exponieren zu müssen. Also diese Frage, was ist mir heilig, ich glaube, die wird mich noch lange weiter beschäftigen, weil sie einfach, es geht ja um ganz essentielle Dinge in unserem Leben. Und ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, was es bei anderen Menschen ist. Ich finde es für mich sehr inspirierend, für mein Leben nochmal neu darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich für mich. Sehr spannend fand ich übrigens auch, dass einige Menschen den Impuls hatten zu sagen, ich bin mir heilig. Mein eigenes Wohlbefinden, sich aber nicht getraut haben, das dann auch genauso zu schreiben. Und das hat mich inspiriert, auch nochmal neu in meinem Leben darüber nachzudenken,
wie heilig bin ich mir eigentlich und mein Wohlergehen und was tue ich auch dafür. Und insofern sind diese Projekte und auch konkret diese Arbeit auf dem Katholikentag immer sehr bereichernd für mich persönlich.